Eine Person hat eine Frau bekommen und hat dadurch seine Religion vernachlässigt. Wie bewerten wir das als Muslim? Ich frage euch. Eine Person hat um eine Frau gebetet, danke, und er hat sie auch bekommen, aber durch diese Frau hat er seine Religion vernachlässigt. Wie können wir diese Sache bewerten? Bitte schön. Das ist Strafe. Wer sagt mir, warum Strafe? Warum ist das eine Strafe? Na? Weil du von dem guten Weg zum schlechten Weg gekommen bist. Du betest nicht mehr Allah an wie früher. Warum ist das eine Strafe? Bitte schön. Weil er das vielleicht auf den haramen Weg gemacht hat? Zum Beispiel in die Ehe oder? Mal angenommen, alles war halal. Warum ist das Strafe? Bitte. Er hat sich von Allah entfernt damit. Schaut mal, liebe Geschwister, der Unterschied zwischen einer Gnade von Allah und einer Strafe ist, dass wenn du eine Sache bekommst von der Dunya und du nährst dich damit Allah, dann ist das eine Ni'ma, etwas, womit Allah dich geehrt hat. Aber wenn du eine Sache von der Dunya bekommst, und du entfernst dich damit von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das eine Strafe. Wenn man eine Ni'ma bekommt, kann man im Voraus sagen, das ist für mich gut oder schlecht? Ja oder nein? Nein. Dein Handeln ist das Entscheidende. Was heißt dein Handeln ist das Entscheidende? Wenn du damit so umgehst, wie die Religion es von dir verlangt, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, du bist dankbar dafür und du nährst dich mit dieser Gnade Allah Azza wa Jal, dann ist das eine Gnade für dich. Aber wenn du dich mit dieser Sache von Allah entfernst, Allah gibt dir erstmal eine Gnade. Zu sehen, und Allah weiß es am besten, wie du damit umgehst. Es gab Leute, die haben einen Beruf bekommen, den er begehrt hat. Was ist passiert im Laufe der Zeit? Sie haben sich immer mehr von Allah abgewendet. Wie kann jemand, wenn er einen Beruf bekommt oder eine Arbeit bekommt, wie kann er Allah subhanahu wa ta'ala zeigen, dass er zum Beispiel dankbar ist? Wie? Wie kann er das zeigen? Dass er zum Beispiel während der Arbeitszeit betet. Er vernachlässigt nicht seine Pflichten, obwohl er eine Arbeit hat, was viele der Muslime machen. Viele Muslime schieben ihre Gebete zusammen und beten auch oft später ihre Gebete außerhalb der Gebetszeit. Das ist keine Dankbarkeit. Was noch? Er gibt von dem aus, was er verdient. Sehr gut. Von dem, was er verdient, von der Versorgung Allahs gibt er auch aus. Das heißt, er zahlt was damit? Seine Zakat. Und was macht er noch? Was ist noch seine Pflicht? Er kommt auf für wen? Für seine Familie. Und wenn er kann, gibt er davon noch eine Sadaqa. Hier zeigt er Allah Azza wa Jal, dass er dankbar ist. Und diese Dankbarkeit ist eine Ehrung von Allah subhanahu wa ta'ala. Mafu? Wer hat die Frage gestellt? Achso, Hafu.